Ja, willkommen zurück. Ich darf die Bühne jetzt gleich übergeben, denn vor den Tolino Story Days haben wir euch Zuschauende nach euren Wunschslots gefragt. Es kam ganz, ganz viel zum Thema Schreiben. Den Workshop hatten wir bereits, aber es kam auch sehr, sehr viel zu den Insights. So, wo geht's hin in der Zukunft? Wie sieht die E-Book-Branche aus, die E-Reader-Branche? Und ihr habt es eben schon gesehen, dazu werde nicht ich euch Rede und Antwort stehen, sondern Julia von Tolino, die ihr bereits kennt. Und sie hat sich Hilfe geholt von Frank und von Jonas. Und ich gebe an dich, liebe Julia. Viel Spaß. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Annabelle. Ich habe die Freude, die Herren an meiner linken und rechten Seite vorzustellen. Einmal Frank Bauer. Frank ist der Leiter Technik bei Tolino und ja, unser absoluter E-Reading-Spezialist. Seit 12 Jahren in der E-Reading-Branche zugegen und seit der Stunde, seitdem Kobo unser Technikpartner ist, auch wirklich tief, tief, tief bei Tolino integriert und davor auch schon viele, viele Jahre. Zu meiner Rechten haben wir Jonas von Technik Insight, dem YouTube-Kanal. Jonas ist jetzt seit 4 Jahren dabei, eine bunte Mischung aus Technikprodukten auf seinem YouTube-Kanal zu besprechen, seien es jetzt Smartphones, Smart Home, Kopfhörer oder eben E-Reader. Und Jonas fungiert heute so ein bisschen als eure Stimme, als die Stimme der Community. Ihr habt natürlich trotzdem die Chance und sollt sie auch bitte nutzen, in den Chat eure Fragen zu stellen. Wir werden das beibehalten wie in allen anderen Sessions. Die liebe Steffi wird immer wieder euer Sprachrohr sein. Aber wenn, solange die Fragen noch nicht da sind, ist Jonas euer Sprachrohr und wird Frank Löcher in den Bauch fragen. Und ich will gar nicht so viel weiter vorwegreden. Jonas, du hast Fragen mitgebracht, nicht wahr? Genau, also ich habe eine bunte Mischung an Fragen mitgebracht und ich habe auch meine Community gefragt, ob sie Fragen an Tolino haben. Und ich habe ein paar bekommen und würde direkt mal eine stellen, die mich tatsächlich auch selber sehr stark interessiert, weil du hast es ja eben schon gesagt, Julia, Kobo baut ja die Geräte für Tolino und das ist natürlich die Frage, wie viel Einfluss Tolino überhaupt auf den Bau und auf die Entwicklung der Kobo-Geräte hat. Also kann man da irgendwie sagen, dass wenn Tolino sich ein Feature wünscht, dass es dann umgesetzt wird oder haltet ihr euch einfach relativ stark an die Vorgaben von Kobo und holt einfach die Geräte rein, die schon bauen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Ich freue mich. Wie läuft das mit den Geräten? Also tatsächlich ist es so, dass wir gemeinsam mit Kobo wirklich als Team agieren an der Stelle. Schon immer gucken, was in den nächsten Jahren an Hardware, an technischen Möglichkeiten zur Verfügung steht. Ja, ab und zu fahren wir nach Asien, gucken uns auch wirklich neue Displays und so Sachen an, die da kommen. Und dann entscheiden wir gemeinsam über neue Produkte. Natürlich, da wo es Sinn ergibt, versuchen wir möglichst gleiche E-Reader zu bauen. Zwei Gründe. Zum einen sind Leser ja doch oft sehr ähnlich. Ja, Kobo ist ja in anderen Ländern unterwegs, nicht in Deutschland, Österreich, Schweiz wie wir. Aber die Leserbedürfnisse sind ja oft ähnliche. Von daher einigen wir uns dann oft auf ein gemeinsames Gerät. Das muss aber nicht so sein. Also man sieht das an Geräten, die wir jetzt hatten, wie zum Beispiel jetzt der neue Vision 6, den wir da vor uns haben. Der ist technisch anders. Wir haben den neuen Prozessor drin, haben wir schon mal gehört in der Session. Und wir haben auch mehr Speicher und solche Sachen drin und einfach ein schnelleres Gerät als das, was Kobo da hat. Oder nimmt man den Page 2. Den haben wir uns komplett für Deutschland gewünscht, weil wir ein gutes und günstiges Einsteigergerät brauchten. Und erst nachdem der in Deutschland so gut lief, hat Kobo den auch für sich übernommen. Das heißt, wir haben schon die Wahl. Wovon hängt das ab, wie so neue Geräte aussehen? Zum Teil ist es immer so, was gibt es an technischen Möglichkeiten? Wir screenen den Markt, wir sehen, was kommt an technischen Sachen raus. Wir reden mit den Lieferanten und gucken, was kommt demnächst. Wir hören aber auch ganz viel, was kommt an Anfragen. Also zum Teil von Julia natürlich, die über Social Media auch immer Stimme des Kunden ist. Aber wir haben ja auch einen guten Draht zu den Buchhändlern, mit denen wir ja in der Allianz sind wirklich, wo dann die ganzen Anfragen auch kommen und versuchen, das mit abzuwägen. Und dann diskutieren wir natürlich immer, wie soll so ein Zielportfolio aussehen. Darf ich kurz eine Anschlussfrage stellen? Du meintest ja, Frank, dass ihr auch auf die zukünftigen Entwicklungen schaut. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, okay, zum Beispiel USB-C kam ja jetzt erst in den neuen Tolino Vision 6 2021. 2019 war das eigentlich auch schon ein Standard, der schon breit etabliert war in vielen Smartphones. Warum kam das zum Beispiel so relativ spät eigentlich erst? Ja, es ist tatsächlich für uns immer eine ganz schwere Abwägung. Wir hätten auch 2019 schon USB-C machen können.
Aber wenn wir auf unsere Leser gucken, auf unsere Leserinnen und Leser gucken, dann war dort der Standard an Kabeln zu Hause, an Ladegeräten zu Hause, war noch das klassische USB. Erst die neueren Handys, die jetzt rauskommen, haben ja mehr und mehr USB-C, aber bis sich das durchsetzt, dauert es halt eine Zeit. Und für uns ist immer ganz wichtig, der Tolino soll einfach praktisch und nützlich sein. Wir brauchen keine technischen Innovationen bringen, nur um eine Innovation zu haben. Wir müssen nicht rumlaufen und sagen, wir haben das tollste, neueste Gerät, sondern für uns geht es darum, dass die Menschen ans Lesen kommen. Ja, es soll möglichst einfach sein, und wenn ich den mit in Urlaub nehme und habe kein Ladegerät dabei, dann gucke in die Tasche, habe aber das für mein Handy, dann soll das einfach funktionieren. Und daran orientieren wir uns dann. Ja, also gut, in meinem Fall wird das natürlich da nicht passen, weil neuere Smartphones. Ja, genau, weil ich schon mal aufs PC war, klar, natürlich. Aber ist natürlich immer die Frage, wie alt ist die Leserschaft, die so ein Gerät sich kauft. Ne? Und wenn die dann Smartphones haben, die schon 4 Jahre alt sind, ist dann meistens noch Micro-USB verbaut. Aber naja, ich hätte es mir trotzdem gewünscht, dass auch schon früher USB-C verbaut wäre, aber gut. Ja, die Community hat sich auch sehr darüber gefreut, das muss man einfach mal sagen. Also als wir das Gerät jetzt vor kurzem dann bekannt gegeben haben und wie gesagt haben, jetzt mit USB-C, das war bei Social Media eine sehr große, freudige Reaktion. Ich muss auch sagen, wir haben wirklich lange diskutiert und vielleicht war ich auch nicht in der Mehrheitsmeinung. So ist das nun mal manchmal. Aber natürlich, jetzt kommt USB-C und ist der neue Standard und wird, glaube ich, auch sehr lange erhalten bleiben. Also eine gute Nachricht für alle. Ab jetzt kein Micro-USB mehr bei Tolino. Das ist gut. Okay, ich kann ja noch ein paar andere Fragen stellen. Also ich habe noch eine bunte Mischung bekommen. Es geht so ein bisschen um die Nachfolger von verschiedenen Geräten. Also der Shine 3 müsste ja eigentlich demnächst auch um die Ecke kommen, genauso wie der EPOS 3. Kann man da schon irgendwas Neues zu sagen, wenn es da Neuigkeiten zu geben wird? Shine 4 meinst du bestimmt? Entschuldigung, ja, Nachfolger des genau, Shine 3. Den Shine 3 hätten wir sogar schon da. Was kann ich schon sagen? Wir haben mit dem Vision 6 ja eine komplett neue Plattform aufgebaut. Auch das hat Julia gestern schon mal erzählt. Da ist neue Hardware drin, wir haben die Software komplett umgebaut. Das hat uns auch einiges an Zeit gekostet. Ich glaube nicht, dass wir das nur für ein Gerät gemacht haben. Und man sieht an den Reihen auch, es gab ein EPOS 1, es gab ein EPOS 2. Da liegt die Vermutung nahe, dass solche Geräte kommen. Aber grundsätzlich sagen wir bei Tolino nie, wann und was für Geräte wir als nächstes rausbringen werden. Aber vielleicht ist das eine gute Gelegenheit. Wir haben ja vor uns ein paar E-Reader liegen. Wir haben gerade über den Vision 6 schon gesprochen. Mhm. Und du hast jetzt gerade das Wort Reihen in den Mund genommen. Wir haben nämlich tatsächlich einmal in unseren Büros zusammengeholt, was wir noch so da haben, und haben tatsächlich die gesamte Vision-Reihe einmal mitgebracht. Vielleicht einmal kurz zeigen, wie sich so die Vision-Reihe dann für die Leute, die Tolino vielleicht noch nicht seit der ersten Stunde kennen. Also für diejenigen, die sich vielleicht noch erinnern, der gute Vision 1, das zweite Gerät, was Tolino rausgebracht hat. Und eigentlich, du hast über den Shine 1 geredet, der Shine 1 wurde auch viel genutzt und es wird auch von vielen immer noch genutzt. Aber tatsächlich haben wir schon mit dem Vision 1 die Umstellung gemacht auf eine neue Architektur damals. Ein sehr gutes Gerät, das auch viel genutzt wird. Aber lag hier ein bisschen in der Pfütze, sollte er gar nicht. Der ist nämlich nicht wasserfest. Ja, ich glaube, das war meine Schuld. Ich habe die Gläser eingeschüttet. Ja, aber hätten wir sie besser andersrum gelegt, weil dann kam der Vision 2. Der ist dann tatsächlich wasserfest. Na, ich weiß nicht, ob man den so erkennen kann. Vor allen Dingen dadurch zu unterscheiden, dass die Rückfarbe schwarz ist. Dann haben wir es geschafft mit dem Vision 3, dass das Display in HD war, also die Auflösung tatsächlich besser war. Was man bei allen Geräten sieht, ist, das Display wird in jeder Generation besser. Woran messen wir sowas? Das ist immer vor allem der Kontrast. Also wie stark ist das Schwarz, wie groß ist der Unterschied von Schwarz und Weiß und wie sehr sieht es nach echtem Papier aus? Also es hat auch wirklich dann direkten Einfluss darauf, ob das dann wirklich wie dieses Lesen auf Papier ist. Ja? Das merkst du beim Lesen und genauso auch die Helligkeitsverteilung. Wer den Shine 1 zum Beispiel hat, stellt fest, die Helligkeit ist so ein bisschen wolkig. Und das wird im Laufe der Geräte immer und immer besser. Also es sind viele Kleinigkeiten, an denen gearbeitet wird. Ja. Dann haben wir den Vision 4.
brauchen ja nicht nur hinlegen, sondern sollte ihn mal mindestens zeigen, auch wenn er von vorne genauso aussieht wie der Vision 3, das erste Mal Smart Light. Das heißt, wir können die Lichtfarbe einstellen von kaltweiß tagsüber zu warmweiß eher nachts. Das kommt auch oft falsch rüber. Da geht es nicht vor allen Dingen um Augenschonen oder solche Sachen, sondern es ist am angenehmsten zu lesen, wenn die Hintergrundbeleuchtung zur Umgebungsbeleuchtung passt. Und wenn ich jetzt mittags draußen liege in der Sonne, dann habe ich ein sehr kaltes, weißes Licht. Dann sollte ich mir auch mein Licht auf dem E-Reader so kalt-weiß einstellen. Das ist am angenehmsten. Mhm. Wenn ich abends beim Sonnenuntergang sitze, dann will ich das warme, weiße Licht haben. Und dafür stelle ich mir die Sachen ein. Ja, abends im Bett zum Einschlafen. Nicht nur, dass man vielleicht etwas besser einschläft, da sind die Studien auch nicht eindeutig, aber es ist sehr viel angenehmer für die Augen, wenn ich kein kaltes, weißes Licht habe. Es würde sich auch niemand Neonröhren ins Schlafzimmer schrauben. Ja, sagt niemals nicht, wer weiß. Die wenigsten Leserinnen und Leser machen das vermutlich. Der große Sprung, Vision 5, war für uns die Einführung von diesem asymmetrischen Design mit den Blättertasten und das Wachsen auf 7 Zoll. Das war nochmal eine Riesenveränderung für uns. Ist ähnlich wie bei den Smartphones auch, dass nach und nach größere Geräte tatsächlich nachgefragt wurden. Und dadurch, dass man die Ränder an sich immer kleiner bekommen hat und die Technik kompakter bekommen hat, waren wir in der Lage, ein Gerät zu bauen, bei dem die Blättertasten wirklich so an den Seiten sind. Mhm. Und dann halt ganz neu der Vision 6, neue Hardware, viel, viel schneller nochmal geworden und auch das Display nochmal viel besser. Also das muss man einfach sagen, das Schwarz ist noch viel schwärzer, das Weiß ist noch heller und das merkt man beim Lesen tatsächlich entspannter, wenn man liest, als mit den anderen Geräten. Ja? Aber es sind alles gute Geräte, also auch ich lese, wenn ich teste ja viele Geräte immer noch, wenn wir neue Software haben. Ich lese auch auf den älteren Geräten unglaublich gerne. Ja, ich weiß auch von euch, von der Community, dass viele von euch auch noch ein Vision 4 nutzen. Schreibt doch sonst gerne mal in den Chat, welchen Tulino ihr zu Hause habt oder welcher Tulino euch am meisten interessiert. Das würde mich einfach mal reizen zu wissen. Jonas, jetzt habe ich dir so viele Fragen schon vorweggenommen. Überhaupt nicht, nein, alles gut. Mir ist tatsächlich noch was eingefallen, was ich fragen wollte. Und zwar, man sieht es jetzt ganz gut, Vision 1 bis 4 hat ja so eine plane Oberfläche, also komplette Glasfront. Und beim Vision 5 und 6 ist es ja nicht mehr der Fall. Das finde ich teilweise ein bisschen störend, wenn man zum Beispiel die Smart Light anmacht, dann ist der Finger so halb auf der Kante sozusagen und halb auf dem Display. Da ist die Frage, wie entstehen solche Designentscheidungen, dass man sagt, okay, man macht das jetzt nicht mehr plan, sondern man setzt das ein bisschen ins Gehäuse ein. Mhm. Neu ist die Entscheidung ja für Tulino nie gewesen, dass es auch Geräte gibt mit der Kante im Gegensatz zu denen mit der flachen Oberfläche. Die Scheingeräte haben diese Kante ja schon immer. Es gibt da zwei Gründe für. Also das eine ist tatsächlich, das ist ein Kostenfaktor. Je größer die Geräte werden, desto teurer ist das am Ende auch hier eine plane Glasoberfläche drüber zu machen. Ja, das ist sehr, sehr aufwendig. Mhm. Und das ist schon mal was, wo sich die Top-Geräte, dafür haben wir die EPOS-Geräte, die dann ja immer noch mal ein bisschen mehr High-End sind, das aufgehoben haben. Zum anderen haben wir aber auch tatsächlich Kunden, denen das lieber ist. Also es gibt tatsächlich Kunden, die auch sagen, okay, dann habe ich meine definierte Grifffläche, egal wie ich das Gerät halte, und touche nie auf den Bildschirm. Während ich bei den glatten Geräten, ja, wenn ich so einen in der Hand habe, ja eigentlich ohne Hingucken nie weiß, bin ich jetzt noch auf dem Rand oder habe ich den Daumen schon auf dem Display, blätter ich oder tue ich das nicht. Mhm. Ja, also es sind zwei Gründe, die uns dazu bringen. Okay. Aber warum ist das so schwierig, die komplett plan zu bauen? Also wo liegt da die Schwierigkeit drin? Es ist tatsächlich, diese Displays bestehen aus ganz, ganz vielen Schichten. Das ist das Display selber, dann braucht man Touch, dann braucht man Licht und so weiter und so fort. Und die werden alle ganz sauber übereinander laminiert. Und wenn ich da drauf dann wieder so eine größere Glasscheibe bauen muss, das ist sehr aufwendig zum einen. Und zum anderen gibt es dabei einfach Ausschuss. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, so ein Display ist schon relativ teuer. Und wenn dann sich herausstellt, dass jedes fünfte Display beim Verkleben kaputt geht, ja, dann steigt einfach mal schon mal der Preis um 20%. Und das zieht sich dann natürlich durch bis hin zum Kunden. Und dann muss man sich immer, wir müssen ja auch immer Preispunkte finden, wo man sagt, okay, das ist jetzt auch ein interessantes Gerät im Preis-Leistungs-Umfeld. Wir haben ja oft Geräte, die Preis-Leistungssieger sind und das ist natürlich auch unser Ziel, dass wir sagen, wir bauen jetzt nicht das astronomisch beste Gerät. Ja, da haben wir die EPOS-Reihe, wo wir wirklich mit Technik spielen, aber wir bauen auch eins, das wirklich erschwinglich ist.
Stichwort Epos-Reihe. Also gerade da fand ich zumindest bei dem Epos 2 sehr gut, dass das, wenn man das Gerät in der Hand hat, das liegt total gut in der Hand, weil das Gewicht hauptsächlich da liegt, wo man das Gerät auch hält sozusagen, weil es auch dieses asymmetrische Design hat. Und der Vision 6 hat nicht diese Gewichtsverteilung, dass sie meistens da liegt, wo die Handfläche auch ist, sondern es ist eher gleichmäßig verteilt. Das ist dann auch die Frage, hätte man das nicht übernehmen können von der Epos 2-Reihe oder vom Epos 2 auf den Vision 6? Weil es ja eigentlich angenehmer ist sozusagen, man kann längere Zeit mit dem gleichen Gerät einfach lesen, wenn sozusagen das Gewicht nicht so ist, dass er einem so halb aus der Hand fällt. Also bevor sich alle zu viel Sorgen machen, tatsächlich ist der Schwerpunkt natürlich nicht in der Mitte, sondern er ist schon ein Stück ein Richtung, rüber, das stimmt, Richtung ja. Hand. Es gibt dafür zwei Gründe. Der Epos 2 hat ein ganz spezielles Display, wo überhaupt gar kein Glas, normalerweise ist hier eine Glasoberfläche drauf. Beim Epos 2 haben wir überhaupt gar kein Glas, sondern ganz dünne Kunststoffschicht nur, was den besonders stabil macht, aber auch besonders leicht. Mhm. Das heißt, da spare ich mir das Gewicht hier auf der linken Seite einfach schon mal, wenn ich ihn jetzt mit rechts halte, linke Seite. Das ist der eine Grund. Der zweite ist, dass die Geräte auch immer eine gewisse Stabilität brauchen, insbesondere wenn hier Glas drin ist. Und dafür haben die hier tatsächlich eine sehr starke Verstärkung aus Alu mit drin in den Geräten. Ja, die brauchten wir beim Epos 2 einfach nicht, weil halt das Display, dadurch, dass kein Glas da ist, konnte man das ja sogar ein Stück weit biegen, ohne dass es kaputt geht. Ein Stück weit bitte nur. Nicht klappen. Viele erinnern sich an den Messebesuch, wo ich dann dort stand und es vorführte und alle lief einmal so ein Schaudern über den Rücken. Ja. So, und das ist so der zweite Grund, wo einfach sich das Gewicht da auch stark rüberschiebt dann nochmal, dass man diese Stabilität bekommt. Es soll ja ein Gerät sein, das Julia einfach in ihre Handtasche werfen kann, ohne sich da groß Gedanken drum zu machen. Da kommt's her. Okay. Jonas, jetzt hast du Frank schon so viel gefragt. Und man merkt so leicht, wo deine Tendenz vielleicht beim Testen hingeht. Aber worauf achtest du denn, wenn du ein Gerät testest für deinen YouTube-Kanal? Was sind so deine Kriterien? Worauf achtest du am meisten? Also ich versuche meistens mit dem Ansatz ranzugehen, dass es ein Gerät ist, was ja viele Leute nutzen. Ich versuche das auch so zu testen, als ob ich es einfach nutzen würde. Und dann zu schauen, was fällt mir dabei auf. Also zum Beispiel Gewichtsverteilung. Wenn ich dann abends in meinem Lesesessel sitze und das Gerät in einer Hand habe, merke ich, oh, irgendwie meine Hand wird langsam da schlapp, dass ich immer das Gerät anstrengender halte. Und dann fällt mir sowas zum Beispiel auf. Aber natürlich gehe ich auch hin und teste dann zum Beispiel das Display im Vergleich zu anderen Geräten. Also schaue, wie ist der Kontrast, wie ist die Reaktionszeit beim Blättern, wie ist die Reaktionszeit im Vergleich zu einem gekauften E-Book oder zu einem Online-E-Book und so weiter. Also ich versuche da ganz viele Szenarien immer durchzugehen, um zu gucken, wirklich für jeden einzelnen Zuschauenden sozusagen zu gucken, dass ich die Fragen möglichst gut beantworte. Also es ist zum einen, wie gesagt, schaue ich halt, das so zu nutzen oder so zu testen, wie man es auch nutzen würde, nicht in irgendwelchen Szenarien, die total abstrus sind, aber gleichzeitig auch natürlich auf die Leute einzugehen, wenn die Kommentare schreiben, dann merke ich auch, in welche Richtung da die Fragen kommen, dass ich das im nächsten Video zum Beispiel auch mit aufnehme. Genau, es ist, ich glaube, es wird bei jedem Tolino-Test kommen mehr Informationen dazu, mehr Testszenarien, die ich so ausprobiere, genau. Ja, du hast jetzt ja auch unseren Vision 6 getestet gehabt, ganz frisch. Wie hat deine Community denn so auf unser neuestes Gerät reagiert? Was waren so die Fragen, die vielleicht auch kamen oder die... Ich glaube, der wurde unter meinem Unboxing-Video ganz gut aufgenommen. Gerade auch, weil der Prozessor jetzt endlich mal getauscht wurde. Der ist ja schon relativ lange sozusagen der alte geblieben. Mhm. Und von daher war ich da auch sehr froh, dass man da endlich mal auf eine neue Basis gegangen ist. Und gerade das Display ist echt so ein Punkt, wo ich auch persönlich sagen muss, es ist wirklich sehr, sehr gut geworden dieses Mal. Also die letzten Geräte waren auch nicht schlecht, auf jeden Mal Fall. Die letzten aber, weißt du Bescheid? Auf jeden Fall, also das neue Display ist schon erstaunlich gut. Und ich glaube, was wie gesagt viele Leute einfach sehr an Tolino schätzen, ist einfach, dass es ein offenes System ist. Ich kann mir ein E-Book von jeder Buchhandlung holen, mir das da runterladen und bin ich an einen Händler gebunden. Das ist auf jeden Fall das, was ich sehr, sehr oft raushöre. Natürlich kann es auch ein bisschen einfach jetzt daran liegen, die Leute kommentieren unter einem Tolino-Video, wenn die jetzt unter einem Kindle-Test sozusagen kommentieren, dann sagen die, ah, ich freue mich über die schnelle Reaktionszeit und was auch immer. Ne? Also das kann natürlich auch so ein bisschen daher kommen. Klar, ist immer ein kleines bisschen geprägt daher, wo die Leute halt gerade ihren Fokus sehen. Was hast du denn sonst noch für Fragen an Frank mitgebracht? Genau. Wir können auch noch eine Frage aus meiner Community stellen. Sehr gerne. Genau, und zwar hat jemand gefragt, wie hoch denn der Marktanteil in Deutschland ist an Tolino-Geräten? Das haben wir tatsächlich gerade wieder frisch ermittelt. Da liegen wir im Moment bei 44%. Mhm. Und das macht uns wirklich stolz, weil
wenn man auf die Welt guckt, muss man sagen, gibt es ganz wenig Länder, in denen Amazon stark war und präsent ist und trotzdem nicht den Markt erobert hat. Mhm. Es gibt Länder, in denen sind andere Marken unterwegs, aber dann meistens kein Amazon. Amazon, als aus Deutschland raus denkt man immer, die sind überall, sind sie gar nicht. Ja? Aber Deutschland ist da echt eine Ausnahme und ich glaube, diese Kombination so Buchhändler, die wirklich ihr Ohr am Kunden haben und den Kontakt zum Kunden haben, plus die gute Technik von Kobo, die bringt uns dahin, dass wir den Marktanteil bei den 45 halten. Das kann man sich überlegen. Da gibt es dann noch 2-3 mit einem Prozent oder 2 und dann gibt es halt noch den einen großen und da sind wir dann halt auf Augenhöhe. Okay. Vielleicht direkt anschließend daran, Preispolitik bei Tolino. Da hat jemand gefragt, warum Tolino so teuer sei. Ist die Frage, ist Tolino so teuer oder warum setzen sich die Preise so zusammen, wie sie dann letztendlich sind? Ja. Also das Erste, was man dazu wissen muss, ist, Tolino ist eine Allianz, aber von konkurrierenden Buchhändlern. Also die Buchhändler definieren ihre Preise selber. Ja, das sieht man auch daran, dass unterschiedliche Aktionen gefahren werden. Ja, kriegt man Newsletter, ich bin da wahrscheinlich besonders, weil ich bei allen Buchhändlern mehrere Konten habe und natürlich ganz, ganz viele Newsletter kriege die ganze Zeit. Ich teste ja auch ganz viel. Aber dann sieht man schon, dass sich da die Preise verschieden bewegen. Aber ich kann auch sagen, die Geräte sind auch aufwendig herzustellen. Ja, das ist kein günstiges Gerät in der Herstellung und ich finde die Preise sehr angemessen. Und wenn ich jetzt gucke, vergleicht man es mit dem Markt, würde ich sagen, die Wettbewerber kosten mindestens genauso viel, wenn nicht mehr. Da wir gerade bei Community-Fragen sind, ich würde einmal rüberleiten an Steffi und fragen, Steffi, wie sieht's aus? Was für Fragen haben wir Fragen? Wir haben Fragen, aber du hast ja vorhin auch eine Frage rausgegeben an die Community, nämlich ob sie Tolinos haben und wenn ja, welche. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Geräte, die hier im Umlauf sind bei unseren Zuschauerinnen. Wir haben Leute dabei, die haben den Shine 1 und 2 und dann noch den Vision 1 bis 4, also fast die komplette Produktpalette. Wir haben sehr oft vertreten immer noch den Shine 1, erstaunlicherweise. Aber das hast du ja vorhin auch gesagt, Frank, das sind immer noch gute Geräte, die sehr gut funktionieren. Auch der Vision 5 und der Shine 3 ist sehr oft vertreten, aber der Spitzenreiter ist, glaube ich, der Vision 4 HD. Also der ist, ich weiß nicht, ob sich das mit euren Erkenntnissen deckt, welche Geräte so im Umlauf sind, aber hier ist es auf jeden Fall da der Spitzenreiter. Und HD ist vielleicht auch da in der Hinsicht ein interessanter Punkt, denn eine Frage, die jetzt vermehrt auftaucht, wann können wir endlich Bilder in Farbe sehen auf den Tolinos? Ja, mit der musste ich rechnen, oder? Definitiv. Das ist so. Viele, viele Jahre beobachten wir das schon. Wenn wir in Asien sind, sehen wir die neuesten Prototypen von den Sachen, die in 2-3 Jahren in Geräte eingebaut werden. Und das, was aktuell verbaut wird, ich kann nicht für die anderen Hersteller sprechen, uns ist es einfach aktuell nicht gut genug. Ja? Warum? Die Farben, die Farbigkeit ist nicht besonders gut, aber damit können wir jetzt noch einigermaßen leben. Aber ich verschlechtere das normale Lesen. Also der Kontrast ist schlecht geworden. Ja? Die haben einen unglaublich dunklen Hintergrund. Ich muss das Licht anmachen, um überhaupt sauber lesen zu können. Das Schwarz ist nicht besonders toll und die Umschaltzeit ist viel zu hoch. Also das Blättern wird viel, viel langsamer. Und das ist dann für uns immer eine Frage, wollen wir das Gerät jetzt in so vielen Punkten schlechter machen, nur um einen Punkt zu bringen, wo wir einen kleinen Tick besser werden können und der ehrlicherweise für die meisten dann doch keine große Auswirkung hat. Ja, weil man sagen muss, für das Lesen von vollfarbigen Büchern haben wir aktuell die Tolino-Apps. Synchronisiert sich alles. Ich kann, wenn ich farbige Sachen habe, Reiseführer mit tollen Bildern, bin ich in den Apps, im Webreader, auf dem Tablet viel besser aufgehoben. Ja, und das gehört ja zum Tolino-Universum dazu. Und dann kann ich den Reiseführer trotzdem auf meinem E-Reader angucken. Ja, aber wenn ich die bunten Blumenbilder genießen will, habe ich einfach auf einem iPad ein brillantes Display. Da werden wir nicht gegen ankommen mit den heutigen Farbdisplays, die es für E-Reader gibt. Aber natürlich beobachten wir die Technologie. Und wenn ihr mich fragt, das wird kommen, ja, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Also ich sehe das nicht in naher Zukunft.
es muss einfach erst gut werden. Aber was man dann auf jeden Fall mitnehmen kann, geduldet euch noch einen kleinen Moment. Wir wollen das Bestmögliche für euch da rausholen, dass sich das hier wirklich lohnt. Und nicht nur dann für Comicleser, sondern dann auch für alle. Ich denke so an unsere Bookfluencer-Session im Listen-Part heute. Gerade die wollen auf Instagram natürlich auch schöne Bilder von den Buchcovern zeigen, aber da müssen wir noch ein bisschen warten dann also. Steffi, was gibt's sonst noch? Ja, also ich glaube, es ist vor allen Dingen nochmal ein guter Hinweis gewesen mit der App. Ich glaube, das ist manchen auch gar nicht bewusst, wie viel an Universum da noch drinsteckt, neben dem Reader an sich. Eine nächste Frage geht auch in Richtung Zukunft und was so an technischen Innovationen geplant ist bei Tolino, nämlich die Frage, ob es denn irgendwann mal geplant ist, dass man Hörbücher hören kann mit dem Tolino. Auch ein Thema, über das wir viel reden. Ja, tatsächlich gibt es einiges, was dafür spricht und einiges, was dagegen spricht. Also an sich ist unsere Mission, und das betrachte ich, das ist auch das, was mich antreibt, wir wollen Menschen zum Lesen bringen. Und für uns gehört Hören zum Lesen dazu. Es sind Geschichten, wo die Bilder erst im Kopf entstehen. Da kann Hören dazugehören. Die Diskussion, die wir immer haben, ist, bin ich zum Hören besser auf meinem Smartphone aufgehoben, was ja heute wirklich jeder hat inzwischen, oder ist das auch was für den E-Reader? Für Smartphone spricht die super Integration, hat jeder schon, da habe ich auch meine Kopfhörer gepairt, alles wunderbar, funktioniert alles, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Und eigentlich braucht Tolino sich dann auch nicht mehr kümmern, wenn die Tolino-App spielt hervorragend Hörbücher ab. Ja, was wir auch zurückgespielt bekommen, ist aber, dass viele Leute sagen, ich will mein Smartphone nicht, wenn ich mich in meine Traumwelten zurückziehe. Ja, wir machen ja extra möglichst wenig Technik-Feature da drauf. Also es wäre technisch kein Problem, einen Twitter-Reader auf so einen E-Reader zu machen. Aber dann zieht ihr euch Twitter in eure... User. Das Nein. war keine Info, dass wir das machen. Das kommt nicht, weil dann zieht man sich in seine Buchecke zurück. Und während man liest, denkt man, jetzt gucke ich doch mal kurz auf Twitter. Und diese Ablenkung, die will man ja nicht haben. Das hören wir ganz oft, dass Leute sagen, okay, ich will dann wirklich, ich greife zu meinem Tolino, zu meinem E-Reader, um mich abzukoppeln. Ja? Mal nicht Social Media, mal nicht Netflix, mal nicht Push-Notifications von überall her. Und das könnte natürlich ein Grund sein, das zu machen. Wir sind da ehrlicherweise noch unentschieden, aber vielleicht kommen da ja auch Impulse in die eine oder andere Richtung. Also würde mich interessieren, was die Community dazu sagt. Also das versteht es gerne als Aufruf, auch eure Meinung zu sagen. Hättet ihr Interesse, also wäre das für euch wirklich etwas, wo ihr sagt, nach der Erklärung von Frank hat er eigentlich recht, mein Smartphone reicht mir für meine Hörbücher? Oder würdet ihr trotzdem sagen, ich möchte diese absolute Internet-Detox, nenne ich es jetzt einfach mal, und meine Hörbücher auch auf dem E-Reader. Ihr könnt hier mal reinschreiben, wir gucken am Ende der Session mal, was da so gekommen ist. Dann kannst du das direkt mitnehmen in die Entwicklung. Ja. Zumindest mal in unsere weiteren Beratungen. Ganz genau, ganz genau. Ich schaue noch mal rüber. Ja, also wir haben noch ein paar Fragen, die gehen Richtung Produktentwicklung auch. Wir haben nämlich eine kleine Epos-Fanfraktion in unserem Chat und die fragen sich, wird es denn einen Epos 3 irgendwann geben? Die Frage habe ich auch oft gehört. Ja, das passt zu der Frage, die du gerade schon hattest, ne? Ja. Also ich finde, der Epos ist ein sehr gutes Gerät. Und jetzt, wo wir eine neue Plattform haben, könnte ich mir ja gut vorstellen, dass das zusammenpassen würde. Aber wir verraten ja nichts über zukünftige Geräte, die da kommen. Das muss man dann abwarten. Wir harren dem, was da kommt, oder so. Mhm. Bevor wir weiter in den Community-Fragen versinken, eintauchen in den Community-Fragen. Steffi, wir kommen später nochmal zu dir zurück. Ich würde jetzt einmal wieder gerne hören, was Jonas uns vielleicht noch so mitgebracht hat. Genau, ich habe noch ein paar Fragen und zwar, wir haben ja viel über Hardware jetzt gesprochen. Es gibt ja seit einem Jahr, ein bisschen länger seit einem Jahr, das neue Tolino-Leseerlebnis, was ja in der Beta ist und dementsprechend nicht so gut funktioniert, muss man einfach sagen. Da gibt es zum Beispiel den Fall, dass teilweise, wenn man normal blättert, Seiten übersprungen werden, solche Fehler. Jetzt ist die Frage, woran liegt das, dass es seit einem Jahr immer noch so hapert und wann gibt es Besserungen in der Hinsicht? Zum Glück ist es nur Beta, die man einschalten muss man dazu sagen, bevor sich jemand zu viel Sorgen macht.
da haben wir tatsächlich, da sind wir falsch abgebogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, war mit meiner Entscheidung, dass wir vor 2-3 Jahren haben wir beschlossen, dass wir einen langsamen Transfer von unserer, das nennt sich Rendering Engine, das ist das, was aus den Büchern tatsächlich den Text macht, den man sieht, dass wir das erneuern wollen. So, und dann guckt man sich natürlich um, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann haben wir auf eine Lösung gesetzt und haben die eingebaut und angefangen damit zu arbeiten und haben dann auch die Beta gebaut und haben einfach festgestellt, wir stoßen auf unlösbare Probleme. Viele von den Sachen, die du beschrieben hast, wie Seiten überblättert und so weiter, nicht alles fällt im Test auf. Man muss sich immer vor Augen führen, wir haben bei Tolino über 3 Millionen Bücher alleine im Verkauf, plus Kunden können von online und allen anderen Quellen Sachen draufladen. Nicht alles lässt sich sofort testen. Und das hat sich dabei einfach herausgestellt, okay, es gibt zu viele Probleme damit. Also sind wir nochmal komplett zurück ans Reißbrett. Wir sind dabei, ein neues Leseerlebnis zu bauen. Ja, dass man sich jetzt dann schon bald angucken kann. Aber da gehe ich davon aus, dass wir das im nächsten Jahr nach und nach dann auch ruhig einführen. Und da wird es dann auch einige spannende Verbesserungen geben. Also was ich jetzt schon sagen kann, wir haben deutlich mehr Schrifteinstellungen zum Beispiel nochmal drin und auch so Dinge wie die Schriftstärke und Schriftweite und so, die sich einstellen lässt. Also sehr, sehr komfortabel. Dinge, die wir vorher so nicht machen konnten. Aber es braucht einfach seine Zeit. Wir wollen das jetzt im zweiten Anlauf, wollen wir uns nicht die Blöße geben, dass wir da nochmal Fehler drin haben. Okay, das heißt, die zweite Version wird keine Beta mehr sein, sondern im besten Fall eine finale Version. Die werden wir nach und nach einführen. Und ja, wir haben noch nicht entschieden, wie wir sie einführen. Vielleicht werden wir sie trotzdem Kunden erstmal zum Probieren geben. Aber sie wird massiv besser getestet sein als beim letzten Mal nochmal, weil wir daraus gelernt haben einfach. Okay. Dann hätte ich noch eine weitere Frage. Ihr habt ja jetzt ein neues Software-Fundament beziehungsweise ein neues Hardware-Fundament gebaut mit dem neuen Prozessor, der ja schon erheblich schneller ist, auf dem Papier auf jeden Fall, als der ursprüngliche Prozessor. Dann ist die Version von Android 4 auf Android 8 jetzt gewechselt. Das heißt, auch softwaremäßig hat sich da einiges getan. Jetzt könnte man damit ja theoretisch noch viel mehr machen, als bisher möglich ist auf den Geräten. Ich kann mir vorstellen, dass man zum Beispiel sagt, ich lese jeden Tag gerne die und die Tageszeitung und könnte mir das sozusagen als Abo holen oder als App auf das Gerät. Und gibt es da Pläne in die Richtung, dass man sagt, der Tolino wird mehr in Richtung Plattform gesehen, dass man sagt, man bietet da vielleicht noch mehr Leuten die Möglichkeit, verschiedene Dienste zu abonnieren? Also was wir nicht selber unterstützen, ist, dass es andere Apps gibt. Mhm. Das wird auch vermutlich immer so bleiben. Ja? Ich weiß, es gibt in der Community immer wieder auch Menschen, die sich die Geräte routen, nennt sich das ja, also aufmachen, sodass man Apps drauf spielen kann. Aber das verhindern wir ja auch nicht. Also diese Sachen lassen wir absichtlich offen für diejenigen, die damit spielen. Und mich freut das auch immer, wenn ich da Experimente sehe. Aber das ist halt nichts für normale Leserinnen und Leser. Und oftmals ist es dann halt auch so, dass einfach das Ergebnis nicht wirklich unseren Ansprüchen genügt. Worüber wir schon nachdenken, ist in nächster Zeit mehr mit Partnern zusammenzuarbeiten und zu gucken, wo es gute Sachen gibt, dass man das einfach noch besser machen kann. Ja, wenn du aber Tageszeitungen zum Beispiel ansprichst, muss ich sagen, so aus der persönlichen Erfahrung, es gibt wenige, die Zeit zum Beispiel macht, ein vernünftiges EPUB. Das ist ja dieses typische Buchformat. Das kann man sich heute schon entweder direkt auf den E-Reader spielen oder beim Webreader hochladen und auf dem Tolino lesen, und es funktioniert auch sehr gut. Viele Tageszeitungen sind ja PDF in DIN A3. Und das ist einfach ein Format aus dem letzten Jahrhundert. Das ist super, wenn ich drucken will, wenn ich Druckereien was schicken will. Aber auf dem E-Reader habe ich dann halt so eine Seite. Und entweder ich fahre mir die so weit zusammen, dass ich das eine Lupe brauche, oder ich scrolle halt hin und her. Dafür sind es nicht die richtigen Geräte. Ja, das heißt, wir haben da gemeinsam was, wo wir auch mit den Verlagen, mit Anbietern immer gucken müssen, dass auch die passenden Inhalte kommen, die auch für so ein Gerät geeignet sind, auch für die heutige Zeit geeignet sind. Also ich glaube, auch auf dem Tablet ist PDF keine gute Lösung für Zeitungen. Aber dann doch lieber bei dem Oldschool-Gefühl der großen Zeitung mit Kaffee an der Seite bleiben und den Tolino
für E-Books nutzen? Nicht zu viel Zeitungen lesen, lieber ein paar Bücher und ja, das rein ist, in die Geschichten. Ja. Das ist unsere Mission. Lest zu Hause mit dem E-Reader und wenn ihr dann unterwegs seid, dann haben wir die Apps. Dann kann man immer sofort, also so ist es bei mir ja auch, wenn ich dann mal irgendwo, dann sitzt man beim Arzt, will noch irgendwas holen oder so, hat 10 Minuten Wartezeit, dann zieht man sich die App aus der Tasche, kann da schnell weiterlesen. Ja, das macht ja auch Tolino besonders, dass wir die Cloud haben, wo die Sachen wirklich synchronisiert sind, wo ich eigene Sachen hochladen kann, wo ich meine Accounts verbinden kann. Ich habe immer alles dabei. Egal, wo ich mich einlogge, ich logge mich in der App ein, ich sehe alle Contents, die ich von allen Buchhändler-Accounts habe, die ich da miteinander verbunden habe. Alles, was mir die Familie geteilt hat, sehe ich sofort. Und ich glaube, für uns ist es einfach wichtig, dass wir an Innovationen arbeiten, die wirklich Leser nach vorne bringen. Also Leserinnen und Leser haben nichts davon, dass wir sagen, wir haben jetzt einen Quad-Core-Prozessor. Das ist schön, aber ich nehme an, die meisten begeistert das nicht. Ja? Viele wissen mich schon, aber ja. Viele wissen auch nicht, was muss auch nicht. Ja, braucht auch nicht. Ja. Sondern was, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass wir Sachen finden, wo wir sagen, okay, ein E-Reader hat heute schon viele Vorteile, an denen wollen wir festhalten. Ja? Also ich kann mir meine Schrift so einstellen, wie ich am bequemsten lesen kann. Ich kann toll in der Sonne lesen, ich kann am Pool lesen, es kann nass werden und so weiter. Aber wir schaffen es jetzt nach und nach, Sachen reinzubringen, die uns noch mal besser machen als das Buch. Also Beispiel Family Sharing, wo ich jetzt anfangen kann und 5, 6 Leute können in der Familie gleichzeitig das neue Buch lesen. Ja, das kann ich mit einem physischen Buch nicht. Das gab immer Streit. Kauft man das Buch für die Familie 5-mal? Nein, macht keiner. Ja, also wurde gestritten, wer darf es als Erster lesen. Heute können es alle gleichzeitig lesen. Jeder seine Kopie. Ihr merkt, Frank ist wirklich begeistert vom Produkt. Also so insgesamt, die Session heißt ja E-Reader Insights und Insider, mehr als du, Insider geht hier eigentlich an der Stelle gar nicht. Und es ist wirklich... Frank ist wirklich begeistert. Das geht mir aber wie meinen ganzen Kollegen in Tolino so. Also da bin ich keine Ausnahme. Das ist ja wirklich das, weiß nicht, wie das klar ist. Die Software für Tolino bauen wir in Deutschland, größtenteils in Darmstadt, aber in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Buchhändlerteams. Ja. Ich hatte es vorhin angesprochen, Julia steht regelmäßig, zumindest virtuell aktuell, an meinem Schreibtisch und äußert auch Wünsche und bringt Themen mit aus der Community und so. Und das prägt uns halt einfach, ne? Dass wir wirklich sagen, es sind alle da, die dieses Produkt auch wirklich privat nutzen, die auch wirklich Spaß daran haben und die halt einfach sehen wollen, dass Leute lesen. Wie viele Kollegen seid ihr denn in Darmstadt? Also wie groß ist das Software-Team? Eine gute zweistellige Zahl. Ja, genaue Zahlen darf ich auch nicht sagen an der Stelle, aber eine höhere zweistellige Zahl von Kollegen, die in Darmstadt arbeiten. Und dann muss man sich vorstellen, natürlich findet ein Teil der Arbeit auch immer mal wieder in Toronto statt. Also mit den Kobo-Kollegen tauschen wir uns natürlich aus und lösen auch Teile unserer Herausforderungen immer gemeinsam. Und wenn neue Geräte kommen, haben wir auch immer unsere Kollegen in Asien mit an Bord, die da natürlich... die ganzen Anpassungen an die Hardware und so auch mit unterstützen. Mhm. Ja, aber so ist die Zusammenarbeit dann. Okay. Also ich habe, glaube ich, größtenteils meine Fragen abgearbeitet. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, die sich wieder so ein bisschen auf den Prozessor bezieht. Du hast ja ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn ihr quasi neue Technik seht, dann dauert es immer eine gewisse Zeit, sie zu implementieren. Aber warum hat es dann doch relativ lange gedauert, bis der neue Prozessor jetzt zum Beispiel implementiert wurde? Also wo gab es, du kannst ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wo gab es da Probleme, worauf muss man da besonders achten? Ja, also E-Reader sind ja ganz, ganz spezielle Geräte, muss man einfach so sagen. Anders als Handys kann es einem E-Reader passieren, dass der halt auch mal Tage irgendwo rumliegt und nicht benutzt wird, auch wenn ich das persönlich traurig finde, aber bei der Menge an E-Reader, die ich zu Hause habe, muss ich gestehen, ist es bei mir genauso. Ja, die haben andere Anforderungen. Das Zweite ist, auch während ich lese, was viele gar nicht wissen, der ist jetzt ja aus und trotzdem zeigt er ein Bild an. Wie funktioniert das? Das machen diese Displays. Das Bild bleibt da, wenn ich nichts mache. Das heißt, jetzt verbraucht er gar keinen Strom. So ist beim Lesen auch, wenn ich das Licht nicht anhabe, beim Lesen verbraucht er fast gar keinen Strom. Die meisten Prozessoren, die man draußen kaufen kann,
ja, also als Motor für das Gerät, die das antreiben, die sind nicht besonders gut im Stromsparen. Brauchen sie bei Handys auch nicht, weil ein Handy nie ganz aus ist. Das checkt immer, ob da eine neue SMS gekommen ist, guckt, ob sich das WLAN geändert hat und so weiter und so fort. Das muss nicht schlafen. Die müssen wirklich schlafen. Der braucht seinen Schlaf. Und diese Prozessoren verbrauchen dann zu viel Energie. Ja? Das heißt, wir haben lange gesucht nach einem Prozessor, der uns nach vorne bringt, der uns wirklich schneller macht, aber gleichzeitig auf der Energiesparseite genauso gut ist wie der, den wir hatten. Und da gab es nichts. Es war wirklich frustrierend. Wir haben uns nach und nach Modelle reingeholt, aber entweder waren sie nicht bedeutend schneller, das nützt dann nichts, oder sie haben halt Energie gefressen ohne Ende und man hat dann gesehen, dass die Laufzeit massiv eingebrochen ist. Das kann nicht der Wunsch sein. Ja, und dementsprechend haben wir wirklich, wirklich lange gesucht. Und dann muss man sich natürlich vorstellen, die Entscheidung, den neuen jetzt zu nehmen, das ist auch ungefähr 2 Jahre her. Dann muss ja auch diese ganze Kette aufgebaut werden. Dann kriegen wir die ersten Demo-Geräte von Hand zusammengelötet und fangen an, die Software daran anzupassen. Ja, bis dann das Gerät tatsächlich im Laden ist. Es muss dann ja auch in Masse produziert und noch in die Läden geschafft werden. Dieser Prozess, da kann man schon sagen, von Anfang bis Ende dauert 2 Jahre. Wenn ich nur kleinere kosmetische Änderungen mache, mal, dann kann das auch ein bisschen schneller gehen. Ansonsten ist das schon so unsere Entwicklungszeit von Anfang bis Ende. Okay, spannend. Hättest du damit gerechnet? 2 Jahre für ein Gerät? Ja, finde ich sogar fast wenig teilweise. Also je nachdem, da steckt ja schon relativ viel drin. Und man hat ja auch den ganzen Anbau dahinter mit Software. Von daher finde ich es schon durchaus realistisch, ja. Ja. Sehr gut. Was ist denn, wenn du sagst, du bist mit deinen Fragen schon soweit am Ende, was ist dir denn bei einem E-Reader besonders wichtig? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wenn ich eine Geschichte lese, dass ich da drin bleibe und dass der E-Reader sozusagen das Mittel ist, um mir diese Geschichte zu liefern. Das heißt, der soll nicht haken oder abschmieren oder sonst was, sondern der soll einfach mehr mich quasi im Lesefluss begleiten. So. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass ich ein Gerät habe, was einfach zuverlässig funktioniert. Im besten Fall hat es dann noch einen tollen Akku und ein sehr gutes Display und eine schöne Hintergrundbeleuchtung und so. Das sind natürlich dann die i-Tüpfelchen, die das dann noch besser machen. Aber ich glaube, das ist so das Allerwichtigste für mich. Und natürlich eine gute Ergonomie, das kommt auch noch hinzu. Die Griffleiste. Ja, da bin ich sehr Fan von. EPOS 2 fand ich sehr gut. Ah, sehr schön. Ja. Ich erinnere mich an ein Video von dir, ich glaube, das war jetzt das Unpacking vom Vision 6. Mhm. Da legst du auch ein Vision 4 nebendran. Das heißt, die Vision-Reihe ist so deine Tolino-Lieblingsreihe oder was ist so dein Lieblings-Tolino-E-Reader? Also ich finde die Vision-Reihe deshalb eigentlich ganz gut, weil die meisten wichtigsten Features hat, die mir persönlich wichtig sind und dabei noch erschwinglich sind. Ich finde den EPOS 2, das war ein sehr gutes Gerät in vielen Punkten, aber für mich persönlich wäre der zu teuer gewesen, muss ich sagen. Ich glaube 300, so die Ecke, glaube ich, hat er gekostet oder waren es 280, ich weiß nicht mehr genau. Aber das wäre mir persönlich dann doch ein bisschen zu teuer für einen E-Reader. Von daher finde ich die Vision-Reihe eigentlich ganz gut. Und ja, der Vision 6 ist tatsächlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Gerade wenn man bedenkt, was der jetzt so an Hardware-Fundament hat. Da gibt es bestimmt in Zukunft viele neue Updates, die da spannende Funktionen drauf bringen. Und ist für mich ein sehr rundes Gerät. Wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, wäre es wahrscheinlich wirklich diese Gewichtsverteilung. Die vom EPOS 2, das wäre schon cool. Nachfrage, Zettel, Stift, nimmst du? Ich habe es mir gedanklich notiert. Ich möchte noch eine Sache zu den Features auch sagen. Auch das ist uns wichtig. Wenn man heute ein Vision 1 hat, dann gibt es regelmäßig weiter neue Updates. Also ich kann auch so viel teasern, planen auch für dieses Jahr wieder ein Update. Und das kriegen alle Geräte vom Vision 1 an, kriegen weiter die Updates und auch alle Features, die da technisch möglich sind. Also wir versuchen auch, dass man mit den Geräten so lange wie möglich Spaß hat wirklich und die so lange wie möglich nutzen kann. Es gibt wirklich wenige Features, die wir auf anderen Geräten oder nur auf wenigen Geräten haben. Wir jetzt den Vergrößerungsmodus, der heute Morgen schon mal angesprochen wurde, wo man die Menüs und alles größer macht. Das haben wir versucht. Auf 6 Zoll gibt das einfach keinen Sinn, also mit den kleineren Displays. Dafür braucht man ein 7 oder 8 Zoll Gerät, sonst wird die Fläche zu klein, um noch was sinnvoll zu bedienen. Ja? Aber also die ganzen normalen Features, also wenn wir über die neue, über das neue Leseerlebnis 2.0 reden, das noch einen coolen Namen braucht, auch da nehme ich Vorschläge entgegen. Liebe Community, habt ihr Namensvorschläge? Viele von euch kennen wahrscheinlich die Beta-Version des neuen Leseerlebnisses. Und Frank sagte gerade,
Namensvorschläge. Jetzt ist eure Chance. Ja. Schreibt Namensvorschläge rein. Frank okay. nimmt sie alle mit. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Julia sucht den dann aus. Ihr guckt mal. Also wenn das nicht mal was heißt. Ja? Hervorragend. ich habe ein bisschen Angst, aber vertraue dir ja. Aber das finde ich ganz wichtig, dass man kriegt die auch bei allen Geräten. Also der Einzige, der von uns jetzt nach den vielen Jahren keine richtigen Updates mehr bekommt, ist der Shine 1. Das liegt wirklich daran, dass der den uralten Prozessor, das uralte Android hat und wir da nicht mehr in der Lage sind, sinnvoll neuere Software drauf zu machen. Alle anderen kriegen die ganzen Features, alles das, was möglich ist. Sodass wir wirklich lange bei den Geräten bleiben können, du sogar noch dein Vision 4 zu Hause nutzen kannst. Der gehört meiner Freundin tatsächlich. Ah. Ja. Ich hatte zwar vorher auch ein Vision 4, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber der hat einen Displaybruch leider gehabt nach dem Umzug. Ja. Es war gut eingepackt. Ich weiß es nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Aber es tut mir immer noch leid, weil der Vision 4 fand ich auch ziemlich gut. Hatte eine tolle Größe, hat man immer schon eine Jackentasche bekommen. Mhm, ja, war ein gutes Gerät. Ja. Schade. Das glaube ich. Ich gucke mal wieder zu Steffi rüber. Wir kommen ja langsam ans Ende und ich kann mir vorstellen, dass noch ein paar Fragen oder Kommentare gekommen sind. Also du hattest ja vorhin gefragt, wie das denn so verteilt ist, der Wunsch nach Hörbüchern auf dem Tolino. Ist das was die Leute umtreibt oder eher nicht? Und es ist tatsächlich sehr ausgeglichen. Also so wie die Diskussion auch intern ist, wird sie in der Community weitergeführt. Manche sagen, oh ja, das wäre ein super Feature, dann habe ich alles rund um Geschichten in einem Gerät. Andere sagen, naja gut, es ist ja ein E-Reader. Dafür habe ich tatsächlich dann mein Smartphone, wenn es um Hörbücher geht. Das ist also sehr ausgeglichen. Und es gibt auch noch so ein paar Fragen und Anmerkungen, auch Lob, vor allen Dingen zur Akkuleistung. Das wird sehr positiv hervorgehoben, dass man wirklich sehr, sehr lange mit der Akkuleistung auskommt. Hast du ja auch gerade angesprochen, Frank. Aber es gab zum Beispiel auch die Frage, ja, wie lange sollte denn so im Schnitt Beispiel Vision 5 der Akku halten, wenn ich den jeden Tag nutze? Ach, das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, weil es wirklich davon abhängt, hat man das Licht an und wie stark. Also wir haben ja sogar in den Lichteinstellungen noch eine für diese extreme Helligkeit, die man im Normalfall nie brauchen sollte, muss man ehrlich sagen. Ja, die auch bei anderen Herstellern abgeriegelt ist. Aber bei uns gab es immer mal wieder Kunden, die haben sich das gewünscht und haben gesagt, wir nehmen das rein. Ja, ich nutze das nur, wenn ich ihn als Taschenlampe brauche, weil ich bei einem anderen Gerät was nachgucke. Sonst brauche ich diese erweiterte Helligkeit nicht. Das macht natürlich viel aus. Und dann hängt das ganz stark davon ab, mache ich ständig neue Bücher auf, die entschlüsselt werden müssen. Also hole ich Bücher von der Online, sind die ja kompliziert verschlüsselt. Solche Sachen machen einen Unterschied. Bin ich viel im WLAN? Ja, wenn ich im Gerät bin und bin im Buch, dann spart das Gerät super viel Strom. Wenn ich dann auch noch ohne Licht lese, hält er viele, viele, viele Wochen. Ja, warum? Weil er zwischen den Blättern fast ausgeht. Das Display hält den Text von alleine. WLAN machen wir auch von alleine aus. Das muss man bei uns nicht ausmachen. Das heißt, dann wird fast gar nichts verbraucht. Springe ich immer hin und her, gehe in die Shops und so weiter und so fort, dann braucht er halt WLAN und WLAN zum Beispiel frisst Strom. Von daher kann man da keine gute Zeit angeben. Wir sagen immer mehrere Wochen und da gehen wir davon aus, dass man eine halbe Stunde bis Stunde am Tag liest. Wenn ich das kurz ergänzen darf, ich glaube, das ist wirklich das Allerschwierigste, einen Akku zu testen sozusagen für mich, wenn ich jetzt im Test sagen soll, wie lange dieser Akku hält. Weil es sind diese Unabwägbarkeit, die man hat. Ich kann mir auch vorstellen, je nachdem wie groß die Schrift ist, die Pixel müssen anders vielleicht... oder die Dots, ich weiß nicht genau, wie das dann da heißt, müssen ja mal mehr, mal weniger Dots verschoben werden. Von daher finde ich es sehr schwierig, da eine genaue Aussage auch zu treffen. Von daher steht es da wahrscheinlich auch so schwammig dann in den Text oder in den in der Produktbeschreibung. Ja. Es ist so, also wir selber testen, das kann ich sagen, wir testen mit vier verschiedenen Testszenarien, die relativ kompliziert sind, jedes Mal jede neue Software ab. Wir haben auch so Testroboter da stehen, wo die Geräte dann eingeklemmt werden. Und dann kommt so ein kleiner Roboterarm und blättert dann tagelang durchs Buch. Ja, da hat dann auch niemand mehr Lust drauf gehabt, das von Hand zu machen. Und natürlich haben wir verschiedene Szenarien, mit Licht, ohne Licht, mit WLAN, mit in den Shop gehen und so weiter und so fort und vergleichen das immer. Aber es ist halt einfach, es ist nicht fair, eine Zahl rauszugeben. Ja, weil jeder wird sich an dieser Zahl messen und wird einfach, das wäre dann ähnlich gelogen wie Verbrauchswerte von Autos. Ja.
Nun gut, da wollen wir nicht hinkommen. Steffi. Ja, es gibt tatsächlich auch schon ein paar Namensvorschläge. Da bin ich gespannt. Der erste, der kam, war Julia. Also ich weiß nicht, wie parteiisch du selber bist, ob du deinen eigenen Namen dann nimmst. Das wäre eine Möglichkeit, die dir jetzt offen steht. Dann muss Frank garantieren, dass das super funktioniert. Du kennst mich. Dann haben wir aber auch noch New Vision dabei. Dann Lina, vielleicht so Tolino. Tolina, das ist ganz, ganz schön, glaube ich. Envision, Tolino Star, Endgame ist auch dabei. Und ich fand auch ganz gut Ready mit dem Y in Klammern, also Ready. Das finde ich cool. Das sind die ersten Vorschläge, die hier so eintrudeln. Und dazu gab es dann auch nochmal die Frage, gibt es denn die Möglichkeit, die Beta-Version ein- und auszuschalten? Also die bisherige Beta-Version kann man ein- und ausschalten im Menü. Und kann sie einfach schon mal ausprobieren. Aber wie Jonas gesagt hat, ich würde dann doch vorschlagen inzwischen, dass man ein bisschen wartet und dann mit der nächsten Version lieber spielt. Da hat man mehr davon. Und dann gab es noch eine Frage vielleicht in Richtung Definition von Familie beim Family Sharing. Warum geht das nur in der Familie und nicht auch mit Freunden? Also wie formuliere ich das jetzt am besten? Es ist wie mit einem Netflix-Account quasi, ja, oder? Also die Verlage wünschen sich von uns, dass die Menschen, die Bücher teilen, alle aus einem Haushalt sind. Mhm. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist auch Haushalt tatsächlich die Definition, auch wenn wir Familie sagen. Also wir gucken ja nicht darauf, ob die Menschen in irgendeiner Art rechtlichem Verhältnis zueinander stehen, voneinander abstammen, verheiratet sind oder irgendwas Ähnliches. Sondern wir überprüfen das mit dem Haushalt. Und bei Tolino überprüfen wir das ja relativ simpel, weil wenn ich jemanden in die Familie hole, funktioniert das ja, indem ich mein Gerät kurz weitergebe und derjenige mittels Eingabe seines Accounts einmal bestätigt, dass man am gleichen Ort ist. Und dann hat man eine Familie und kann einzelne Bücher teilen. Das reicht uns. Ich dürfte niemals sagen, dass wir das nicht weiter kontrollieren werden oder so, aber für mich ist das das Kriterium. Okay. Dann gab es noch den Wunsch oder die Frage auch in die Zukunft eher, ob denn so etwas wie Abo-Modelle angedacht sind, wenn es um Zeitungen oder Zeitschriften geht. Da bin ich jetzt ein bisschen gebranntes Kind, weil wir vor Tolino die Technik kam mal von der Telekom. Das war ja damals eines der Gründungsmitglieder. Und die Telekom hat hervorragende Technik gebaut, das können die Kollegen wirklich gut, und hat dort neben Büchern vor allen Dingen Zeitungen und Zeitschriften verkauft. Und ehrlicherweise, das war nicht gut. Also das ist Zeitungen und Zeitschriften, ne, dafür bräuchte es die richtigen Formate fürs Gerät. Und man muss ja überlegen, gerade bei Zeitungen konkurriert man ja dann doch zum Smartphone. Und die Zeitung, die ist dann ja immer doch von gestern. Ja, also so reingespoilert von der Bild-Zeitung gab es dann auch 4 am Stück, ja, also 4-mal am Tag ein Update, ja, damit man will, es einigermaßen aktuell ist, aber trotzdem kaufe ich ja eine Zeitung von irgendwann und stattdessen kann ich auf die Webseite gehen und kann die Zeitung von jetzt lesen. So, da muss man sich, das ist ein schwieriges Produkt, um es so unterzubringen. Zeitschriften würden eher funktionieren, wenn die Formate gut wären. Da wären wir durchaus interessiert. Eine letzte Frage, dafür haben wir noch Zeit. Eine letzte Frage geht vielleicht dann auch wieder so in Richtung, wann ist denn welches Produkt für mich die richtige Wahl? Also wann sollte ich mich für den Epos und wann für den Schein entscheiden? Und wann für den Vision? Da können wir, glaube ich, alle drei drauf antworten. Also ich versuche mal anzufangen. Aus meiner Sicht gibt es da zwei Parameter. Also die Kernfunktionalitäten haben sie alle. Ja, die eine Entscheidung, die man, glaube ich, treffen muss, ist, wie groß soll das Gerät sein? Ja, möchte ich ein 6-Zoll-Gerät haben, dann bin ich beim Shine oder also jetzt Shine 3 oder Page 2 gut aufgehoben. Den kriege ich super klein überall mit hin, wenn ich permanent durch die Gegend fahre oder so. Wenn ich eher stationär bin, dann sind 7 oder 8 Zoll, glaube ich, sehr, sehr angenehm. Ja? Und das Zweite ist natürlich, wie viel bin ich bereit auszugeben?
Also bei wem Geld keine Rolle spielt und wer gerne zu Hause liest, würde ich sagen, Epos 2 ist die perfekte Wahl. Für jemanden, der sagt, ich bin sehr preissensitiv und möchte eher mal nur einsteigen, ist aus meiner Sicht auch der Page 2 ein gutes Gerät. Man hat eine Beleuchtung, man hat alles dabei. Ja, was vermisst man? Man hat kein Smartlight und keinen Wasserschutz erstmal. Ja, und man hat halt das kleine Gerät. Aber das sind auch vernünftige Geräte zum Lesen. Das ist ein wirklich gutes Gerät. Ich lese auch darauf viel. Weiß nicht, Julia, was würdest du sagen? Ich habe ja heute Morgen schon in der Session einmal euch erzählt, zu Hause der Epos 2, unterwegs der Shine 3. Das deckt sich also sehr mit dem, was du sagst. Wir haben aber auch auf unserer Website, auf mytolino.de, einen E-Reader-Vergleich. Also könnt ihr euch gerne einmal umschauen, welcher E-Reader für euch am besten passt. Weil leider fehlt uns ein bisschen die Zeit, um nochmal intensiver darauf einzugehen, so gerne ich das mit euch beiden auch tun würde. Ich würde gerne mit einer kurzen Frage an euch beide abschließen, wo ihr wirklich nur eine Sache kurz sagt und dann muss ich euch leider schon verabschieden. Ich fange mit Jonas an. Du ahnst es vielleicht schon. Was wünschst du dir für die Zukunft von einem E-Reader? Was ist so ein verrücktes oder mögliches Feature, völlig utopisch meinetwegen, was wünschst du dir? Ich glaube, dass man so flüssig zeichnen kann wie auf einem iPad Pro in Farbe. Das wäre ziemlich geil, finde ich. Ja. Frank? Ich habe das mitgenommen. Ich wünsche mir einen E-Reader, den ich zusammenrollen und einfach so einstecken kann. So ein kleines Gerät, trotzdem toll beleuchtet und mit allen Features, die wir heute haben, sind wir noch nicht ganz. Okay, rollbar und mit Farbe zeichnen, E-Reader der Zukunft, ihr habt es gehört. Lieber Frank, lieber Jonas, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Es war mir eine große Freude. Hier kommt jetzt gleich jemand anderes auf die Bühne. Wir verabschieden uns und vielen Dank und noch viel Spaß bei den Tolino Story Days. Hi, mein Name ist Janina und ich bin Markenbotschafterin von Tolino. Die ein oder andere kennt mich vielleicht unter meinem Instagram-Namen Nina Nox. Tolino Markenbotschafterin bin ich geworden, weil ich das Lesen liebe und mit meinem Tolino all meine geliebten Bücher immer bei mir habe. Auf meinem Tolino nutze ich am liebsten das Angebot der Onleihe. Falls ihr das noch nicht kennt, das ist ein Online-Angebot teilnehmender Büchereien und Bibliotheken, bei denen man als Mitglied kostenlos Bücher ausleihen und dann auf dem Tolino lesen kann. Außerdem liebe ich an meinem Tolino, dass er so klein und praktisch ist und ich ihn überall mit hinnehmen kann, ob auf Reisen oder in der Bahn. Er passt in jede Tasche und so kann ich immer und überall lesen. Tolino und ich wünschen euch noch viel Spaß bei den Tolino Story Days. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!